herzlich willkommen zum Alles-Könner-Kiste-Adventskalenders und dem Türchen Nummer 2. Heute basteln wir eine Karte mit Knöpfen, die ultimativen Karten. Ich glaube, da hatten wir auch immer so mindestens 2 in dem Kalender drin, weil man braucht dringend so viele Weihnachtskarten, denn es gibt ja keine zu kaufen und die sind so aufwendig, dass ich die selber basteln muss. Wenn ich es richtig sehe, kleben wir tatsächlich, also auf der Rückseite ist nichts, kleben wir tatsächlich nur die Knöpfe auf. Das ist, ich möchte nochmal dran erinnern, das ist für 8 aufwärts. Wir kleben nur Knöpfe auf. Ich meine, wir hatten da auch einen, da haben wir Knöpfe aufgeklebt, aber aus denen haben wir Schneemänner gebastelt. Das heißt, wir mussten auch noch einen Schal irgendwie da drumrum kriegen und so. Und ich glaube auch noch eine Mütze oben drauf. Und hier, das ist vorgegeben. Ich bin mir sicher, das ist vorgegeben und wir kleben die nur auf. Also das ist jetzt billig. Nicht, dass die aus den letzten beiden Jahren interessanter gewesen wären als Bastelprojekt, aber das war immer noch mehr wie das hier. Also das ist jetzt echt. Also wir brauchen den Stanzbogen, der hier drin ist, die 3 Knöpfe, die auch hier drin sind, hoffe ich, den Bastelkleber und wir kleben die Knöpfe auf die dunkel gefärbten Stellen auf. Mehr ist das nicht. Also haben die das ein Praktikant designen lassen? Also Entschuldigung, was ist das denn? Das ist, glaube ich, das billigste Bastelprojekt, was wir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in den letzten, in jetzt 3 Kalender bisher hatten. Also, das finde ich unmöglich, Entschuldigung. Da könnte ich mich jetzt den ganzen Tag drüber aufregen. Und das nennen die Bastelprojekt. Wir kleben ein paar Knöpfe auf vorgefertigte Stellen auf. Es ist. Es ist unmöglich. Fertig. Ich glaube, da war mein Intro länger wie das. Entschuldigung, also das ist echt ein Witz. Ja, wir haben nicht mal das hier irgendwie ausstanzen, dekorieren sollen, was auch immer. Oder gibt uns wenigstens, keine Ahnung, ein paar Sterne, die wir hier drauf bappen dürfen. Oder ein Band, was wir hier, ja, gibt. Und das ist, hätte ich immer noch besser gefunden. Das hier wäre fertig und du kriegst die 3 Sternchen oder auch ein paar mehr Sternchen, die du hier aufkleben darfst als Dekoration und ein goldenes oder ein gelbes Band, wo du hier das nachempfinden sollst, so ein bisschen. Aber das ist doch jetzt echt lame. Also, was? Ja, und hier taucht jetzt meine OCD wieder auf. Also, das ist, nee. Nee. Also auch wenn die beiden anderen Tage in den letzten beiden Kalendern, also die anderen beiden aus Tag 1, diese Bastelprojekte, jetzt nicht mein Highlight waren. Die waren alle mal besser wie das hier. Und ich dachte, schlimmer wie diese. Also wir hatten in den letzten, 2017 hatten wir so Ornamente, die wir rausbrechen konnten aus einem Stanzbogen, haben die auf ein Stück Holz geklebt, um die dann als Dekoration für Bilder zu nehmen. Also man hat sich dann so ein, es war jetzt nichts Besonderes, man hat sich dann halt so ein Schnäuzer vors Gesicht halten können. Also da war vermutlich die Trocknungszeit auch länger wie das ganze Projekt an für sich. In 18, das war, glaube ich, mit eins der aufwendigsten. Da hatten wir auch so einen Stanzbogen. Nee, kein Stanzbogen, aber wir hatten auch sowas Vorgefertigtes und haben dann den Linien nach, haben wir dann Löcher reinstechen sollen und dann hat man dann seine LED-Kerze reingestellt und das war dann halt ein Windlicht. Wobei, ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch einen Vogel, wo wir nur den Pompon dran gemacht haben. Also
gehört wohl jedes Jahr rein, aber das als zweites. Ja, ich finde schon, der erste Tag hat jetzt nicht sein Bestes gegeben, ja. Das fand ich, also da war bisher 2017, war es dieses, ich mache mein erstes Türchen auf und habe dann ein super schönes Projekt drin. War bisher, finde ich, 2017 am besten, weil ich diesen Stern einfach unglaublich hübsch fand mit den silbernen Pfeifenreinigern dabei. Tag 2 war auch echt. Ja, und 2018 hat er auch jetzt keinen guten Ersteindruck gemacht. Da war jetzt 19 wieder ein bisschen besser, auch wenn ich das jetzt an für sich nicht so spannend fand, aber das ist jetzt echt lachhaft. Selbst die Karte mit den Pailletten von Tag 1 waren aufwendiger wie das hier. 2018. Also, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Leg ich jetzt zur Seite, damit die Dinger wenigstens trocknen können. Hak das als absoluten Failure ab. Es tut mir leid, es ist nicht mal was Schönes. Ja, also gebt uns mehr Zeug zum Dekorieren. Verschiedenfarbige Knöpfe. Die waren jetzt alle rot. Die kleinen waren dunkler, aber es war alles rot. Gut, das war Tag 2. Würde ich sagen, mache ich jetzt Feierabend und wir hören uns bei einem hoffentlich besseren Tag 3 wieder oder bei einem meiner neuen genau oder bei einem meiner anderen Videos. Bis dann. Im Übrigen, weil sich gerade wundert, was ich hier tue, ich tue die in die Schachteln rein. Für den Fall. Ich habe auch noch einen Großteil der Schachteln aus dem letzten Jahr, aber nicht mehr alle, weil nicht alles gut gewesen ist. So, aber jetzt bin ich raus.